Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute soll es mal um die Griefer Gamespots gehen, also um diese Casino-Bots, besser gesagt, die ihr so kennt, entweder von der JB oder von Random HB oder von Lamptime, ob sich diese Bots lohnen oder was sie zum Beispiel für eine Wahrscheinlichkeit haben, Leute. Und wir gehen jetzt erstmal dazu auf CityBit 1 und gucken uns mal Lamptime seinen Bot an, weil nach meiner Meinung lohnt sich so ein Bot generell nur, wenn man schnell Geld braucht. Weil diese bei hohen Einsätzen so manipuliert sind, dass man da nicht mehr gewinnen kann, Leute. Das finde ich einfach irgendwo behindert, dass sie mit so einer Scheiße durchkommen. Dass der wirklich so manipuliert ist, dass man da, sag ich mal, bei, wenn du 10.000 Dollar machst, dass halt diese Statistik von 40% Winrate nicht mehr da ist, die dort versprochen wird. So, Leute. Wir können jetzt mal da hingehen. Gehen wir mal eben schnell dahin. Ist der Bot da? Natürlich ist er da. Übrigens, Leute, ich habe herausgefunden, dass das hier eine Karte ist. Ja, Leute, wie solche Bots aufgebaut sind, entweder ist es ein selbstgecodetes Programm oder ist es etwas von einem Hackclient, Leute, also auch selber gecodet. Ich verstehe aber auch nicht, warum der eine Rainbow-Rüstung anhat, die pro Teil 25k kostet. Naja, Lantern kann das sicher leisten. So, Leute, wie man so einem Casino-Bot einfach, sage ich mal, benutzen kann, ist einfach, oder wie man sowas selber machen kann, ihr guckt einfach bei YouTube Griefer Games Casino Bot und dann findet ihr da einen Hackclient, den ihr benutzen könnt, mit dieser Bot auch macht. Ja, denn ihr müsst ihr das aber selber machen. Dieser Bot ist jetzt automatisch, ich sag mal, ich paye mir jetzt 1 Dollar, ja? Herzlichen Glückwunsch, seht ihr, ich habe jetzt schon gewonnen. Aber nur mal so, ihr dürft das nicht so oft machen. Ja, seht ihr. Weil sonst kommt dieser Bot nicht mehr hinterher. Das ist halt das Ding. Ich finde es auch, du hast leider, ja, das schreibt er jetzt schon wieder viel zu spät. Seht ihr das, Leute? Das ist halt das Problem bei solchen Bots. Wenn das, die Bots müssen schnell genug sein, um zu reagieren. Ich finde allgemein, solche Bots lohnen sich wirklich nur, wenn ihr das auch aktiv machen wollt. Weil es davon schon so viele Aufrufe-Games gibt, Leute. Es gibt schon so viele Leute, die so einen Bot besitzen und auch regelmäßig benutzen. In meinen Augen, Leute, spielt einfach mit solchen Bots nicht, weil es euch kein Geld bringt. Geht lieber farmen, verkauft lieber was, Leute. Das ist mein Abschlussstatement. Ich hoffe, hat euch mein kleines Diskussionsvideo darüber gefallen, Leute. Ging zwar jetzt nur 2 Minuten oder so, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.